Leute, das ist ein Hammervideo. Ich zeige euch die Top-Strategien, wie ihr euer Testosteron natürlich erhöhen könnt. Ganz ohne Mühe, nur 5 Minuten am Tag. Dann kriegt ihr Muckis wie The Rock, Dwayne Johnson, euch laufen die Weiber nach und über die abgefahrenen Erektionen will ich gar nicht reden. Tja, so ein Video könnte ich machen, wie so viele andere und euch richtig verarschen. Will ich aber nicht. Wenn ihr wirklich etwas über Testosteron lernen wollt, dann bleibt dran. Hallo bei Eurochannel, ich bin Stefan Buntrock, Facharzt für Urologie und Sexualmedizin und hier kommt mal ein richtig kontroverses Thema, Testosteron. Was ist das überhaupt, wofür brauchen wir sowas und warum wollen alle immer am Testosteron schrauben, so ganz natürlich? Kurz gesagt, Testosteron ist ein Hormon. Was sind Hormone? Hormone sind Botenstoffe. An einem Ort im Körper produziert, ins Blut abgegeben, lösen sie an anderen Orten Stoffwechselvorgänge aus. Testosteron ist ein sogenanntes Steroidhormon. Kennzeichen der Steroide ist, dass sie aus dem Bauplan von Cholesterin hervorgehen. Ihr habt vielleicht schon mal von Cortisol, dem Stresshormon, gehört oder von den weiblichen Geschlechtshormonen Östradiol und Progesteron. Auch das sind Steroide und vom Cholesterin abgeleitet. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, denn dieser Umstand ist wichtig. Der Körper kann nämlich über diese gemeinsame Brücke Testosteron zu Östradiol umwandeln. Produziert wird das Testosteron zu 90% in den Hoden und zu 10% in den Nebennieren. Gesteuert wird das Ganze aus dem Gehirn. In den frühen Morgenstunden stößt die Hirnanhangdrüse ein anderes Hormon aus, das sogenannte luteinisierende Hormon, kurz LH. LH regt die Hoden dazu an, Testosteron zu produzieren. Einmal am Tag, that's it. Damit muss der Körper dann klarkommen. Wozu braucht man Testosteron? Grob gesagt sorgt es dafür, dass der männliche Körper richtig funktionieren kann. Es handelt sich ja um das geschlechtsspezifisch männliche Hormon. Also geht es um die Hoden, die Prostata, die Fortpflanzung, die Sexualität mit sexuellem Verlangen, Erektionen etc. Ist aber auch am Knochenstoffwechsel beteiligt, an der Blutbildung und ganz wichtig am Muskelaufbau. Daneben beeinflusst es auch die Psyche. Ohne Testosteron fehlt Männern der Antrieb. Depressive Stimmungslagen sind häufig. Auch Frauen haben Testosteron, und zwar in ganz kleinen Mengen. Und auch bei Frauen dient es unter anderem dem sexuellen Antrieb. Und wer hätte es geahnt? Auch Männer besitzen Östradiol, und zwar in kleinen Mengen. Warum wollen viele Männer ihr Testosteron erhöhen? Klar, es geht um die anabole, die muskelaufbauende Wirkung des Hormons. Hierzu findet man leider eine Menge krudes Zeug im Internet. Das Problem ist, an dem, was da erzählt wird, ist ja grundsätzlich was Wahres dran, aber nicht so, wie es dort dargestellt wird. Grundsätzlich, wer ein normales Testosteron hat, bekommt nicht mehr Muskeln, wenn er sein Testosteron um eine Winzigkeit im Normbereich nach oben schiebt. Eine natürliche Testosteronerhöhung in einem Bereich, bei dem die Muskeln nur so sprießen, gibt es nicht. Das geht nur über Doping und das in hohen Dosen. Hierfür braucht man Konzentrationen, die im Vergleich zu den natürlich im Körper vorhandenen Spiegeln grotesk anmuten. Viele meiner Patienten wollen immer ganz oben im Normbereich mit ihrem Testosteron liegen. Das ist aber Quatsch, denn innerhalb des Normbereichs ist es völlig egal, wo man liegt. Dafür ist es ja der Normbereich. Wer in diesem Korridor liegt, hat ein normales Testosteron und es spielt keine Rolle, ob oben oder unten im Normbereich. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, der einigen jetzt wehtun wird. Junge, gesunde Männer haben keine Veranlassung, ihr Testosteron zu erhöhen und können ihre Spiegel nicht durch Training erhöhen oder was da sonst noch alles durchs Netz geistert. Natürlich schwankt der Testosteronspiegel während des Tages und wissenschaftliche Untersuchungen zeigen auch, dass er nach dem Training kurzzeitig ansteigt. Aber was bedeutet das? Jedenfalls nicht das, was sich viele davon versprechen. Wenn man einen Fiat Multipla fährt, wird der auch nicht zum Porsche, nur weil man das Super Power Rennbenzin mit 98 Oktan tankt. Vielleicht fährt der Wagen bergab mit Rückenwind 2 km/h schneller. Aber es ist wahrscheinlich nicht der Effekt, den man sich erhofft hat. Muskeln gibt's nicht gratis, sondern die muss man sich durch regelmäßiges Training erarbeiten. Die Wahrheit ist, auf dem Weg zur Selbstoptimierung gibt es keine Abkürzungen. Und auch Doping ist keine Abkürzung, sondern eine Sackgasse, in der man die Karre ganz schnell vor die Wand fährt. Also um das von vornherein ganz klar zu machen, ich helfe niemandem beim Doping und ich gebe in den Kommentaren auch keine Tipps zum Dopen. Aber es gibt ja Männer mit Testosteronmangel und der sollte auch behoben werden und dafür gibt es natürliche Maßnahmen. Wahrscheinlich sollte man die Sache vom Ende her denken. Man kann sich seine Testosteronspiegel nämlich auf natürliche Weise ganz schön kaputt machen und das geht so.
Jahrelang fette Discounter-Scheiße ohne Nährwert in sich reinfressen, kein Sport und die Nächte vor dem Computer rumdaddeln. Dann plötzlich 150 Kilo wiegen, Diabetes kriegen, Bluthochdruck, Leberverfettung und ein ganz niedriges Testosteron. Hier kann man tatsächlich eine Menge machen, um sein Testosteron auf natürliche Weise zu erhöhen. Denn was passiert bei Übergewicht? Die Fettmasse nimmt zu. Fett ist aber hormonell aktiv. Das bedeutet, Fettgewebe kann Testosteron zu Östradiol umwandeln. Dann ist es weg. Je mehr Fettmasse, desto ausgeprägter ist dieser Effekt. Sport kann Testosteronspiegel kurzzeitig in begrenztem Maße erhöhen. Sport hilft auch, Fett abzubauen. Was soll man also in dieser Situation tun? Keine Fertigprodukte essen, selbst kochen, viel Gemüse, wenig Fleisch, etwas Obst. Eine ausgewogene Ernährung halt. Aber auch das nicht in Unmengen, sondern kontrolliert, damit das Gewicht nach unten geht. Regelmäßig Sport treiben und zwar 30 Minuten Ausdauer an 5 Tagen die Woche und zusätzlich 3-mal Krafttraining die Woche. Ausreichender Schlaf, also 7 bis 8 Stunden jede Nacht und zwar regelmäßig, damit der Körper nicht aus dem Takt geworfen wird, denn wie ich anfangs gesagt habe, der Impuls für die Testosteronproduktion findet nur einmal am Tag in den frühen Morgenstunden statt. Wer am Schlaf dreht, dreht auch am Testosteron. Daher geht ins Bett. Kein Computer daddeln bis in die Puppen, kein Abhängen mit Kumpels an der Bushaltestelle bis 3 Uhr nachts, keine Partys bis zum Morgengrauen. Ach und übrigens, wer zu viel wiegt, hat ab einem bestimmten Alter auch nächtliche Atmungsstörungen mit Atemaussetzern. Auch das senkt das Testosteron, eben weil der Körper in seinem Rhythmus durch das ständig unterschwellige Erwachen komplett durcheinander gerät. Ihr merkt, ich bin heute irgendwie aggro drauf. Ich hatte gestern Leg Day und meine Testosteronspiegel sind gerade over the top. Daher Kanal abonnieren, Glocke drücken und ab ins nächste Bootcamp. Sonst gibt's zur Strafe 10 Liegestütze. Wegtreten. So.